Planet. Terra Nostra. Cool war, oder? Endlich der Handel. Wer will schon an so einen Ort gehen? Wieder auf dem berühmten Highway 20. Gell, Elbus? Ah ja, der Bus hat jetzt einen Namen. Wollt ihr einen feuchten Namen schnell durchgeben? Also, für die, die es kennen, gibt es noch ganz sicher Elbus Dumbledore. Elbus, also Elbus. Elbus, er ist eigentlich legendär, unser Elbus. Und unser Elbus wird uns jetzt mal auf Williams Lake führen bringen, in Zivilisation. William
Williams Lake RCMP continue its investigation into a double shooting at a rodeo at the Williams Lake Stampede grounds. First responders were called to the Stampede grounds at about 3:30 Sunday afternoon for reports of shots fired. Two people were taken to hospital and one person was taken into custody. Although early in the investigation, police believe it was a targeted attack and no further risk remains to the public. Thousands of people were in attendance at the rodeo, marking the return of the annual Stampede following the two-year pandemic pause. Anyway, so I'm going to take my dad out of here. We just did a drive-by shooting through the parking lot. So Freunde, nach dem turbulenten Stampede bzw. dem abrupten Stampede-End, wo kurz vor Ende noch einer irgendwie mit der Pistole auf Leute geschossen hat, sind wir jetzt noch eine Nacht in Williams Lake auf dem Walmart geblieben, um auch noch die letzten Abklärungen zu treffen. Wir haben immer noch das Problem, dass wir noch einen Pass erneuern sollten. Und jetzt haben wir gerade Meldungen bekommen, dass der Notfallpass eine Art vom Schweizer Konsulat nur dann ausgestellt wird, wenn jetzt jemand in die Schweiz zurückreist. Jetzt für uns, wo wir auf Amerika wollen, so, gibt es den grundsätzlich nicht. Also das ist jetzt einmal so der Stand. Im schlimmsten Fall, was wir jetzt mitbekommen haben, müssten wir dann wirklich da die ganze Geschichte mit in der Schweiz irgendwie noch uns dort melden und dann am Schluss da oben die biometrischen abgeben und dann eine Woche zu auf den Pass warten. Also, das wäre der Worst Case. Die andere Option ist einfach frech mal an den Zoll fahren. Das, was eigentlich für die Reise entscheidend ist, ist das Visa. Und das ist bei uns allen noch gültig. Ja, wissen wir jetzt auch noch nicht. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal Richtung Vancouver uns in Bewegung setzen. Vermutlich dort gerade an den Zoll hin. Finger kreuzen, dass es klappt. Und falls nicht, wären wir dann wenigstens in der Nähe von Vancouver. Und dann müssten wir halt die bittere Pille schlucken. Aber das werden wir sehen. Wir machen uns jetzt mal auf Richtung Süden. Cache Creek. Da verbringen wir jetzt die Nacht. Anscheinend kann man hier vor dem Touristen-Info-Center übernachten. Und morgen geht es dann weiter. Wie lange gehen wir heute im Pass verlängern? Ja. In Vancouver sind wir da irgendwo außerhalb King George Station. Und von da gehen wir im Skytrain jetzt auf Vancouver rein und aufs Konsulat. Und, weil wir kommen gar nicht auf Amerika rein, solange der Junior seinen Pass nicht erneuert hat. Ja. Ja. Nein. Jetzt sind wir die letzten zwei Tage von Williams Lake da auf Langley runtergekommen, wo wir bei einer Bekannten untergekommen sind, wo wir dafür anstellen, weil das, was wir heute machen, das ist erst das biometrische Datenmaterial abgeben und den Antrag stellen. Es dauert nachher etwa 10 Tage, 2 Wochen, bis wir den Pass bekommen. Gell? Ja. Und das ist natürlich super. Jetzt können wir hier in Langley, im Vorort von Vancouver, mit unserem Bus stehen und dürfen hier bei diesen wunderbaren Leuten die Zeit verbringen, während wir warten auf den Pass. Und dann geht es weiter in die USA.